ist das? Wenn ich nur wüsste, wo diese Maschine ist. Soll ich einfach mal die Rambo-Methode einfach reinstürmen und blitzen? Yeah. Blitzen! Hacken! Hacken, hacken, hacken! Miep, miep! Oh Mann! Herzlich willkommen zu Bioshock! Und ich bin ganz schön geschockt, denn ich habe hier einen ziemlichen Splicer-Angriff gehabt. Das sind die Einwohner von Rapture, die allesamt durchgeknallt sind und ja an der Nadel hängen. Wobei, ich kann da nichts sagen, ich selbst hänge auch schon an der Nadel. Das heißt, der blaue Balken, den ich da angezeigt bekomme oben links, der zeigt an, wie viel Energie ich noch habe, denn ich kann auch Blitze schleudern. So, unser Problem ist, Ryan spuckt uns in die Suppe, das ist der Big Boss hier. Und ein netter Kerl namens Atlas. Oh, eine Pistole habe ich übersehen. Zwei Kugeln. Yay. Die könnten mein Leben retten. Die Lagerkisten habe ich ja schon durchsucht. Da gibt es nur Alkohol. Und hier gibt es einen Flammenwerfer. Ja, da wollte ich eigentlich hin. Neptune's Bounty heißt das. Und der Kollege, der uns per Funk so ein bisschen hilft, namens Atlas, hat uns gesagt, wir sollen dahin, aber wir kommen nicht hin, weil Ryan das offensichtlich abgesperrt hat und uns seine, ja, Handlanger, seine Drogenjunkies oder was, an Hut gezaubert hat. Ja, ich gehe jetzt erstmal in den medizinischen Pavillon. Security Lockdown hört sich natürlich nicht gut an. Aber ich muss zusehen, dass ich da hinkomme. Ich wechsle erstmal wieder auf die Pistole, sicher ist sicher. Ein paar Kugeln habe ich ja noch. Medical Pavilion, okay. Ja, Medizin könnte ich gut gebrauchen. Ich habe zwar noch einige Medipacks, aber die sind sehr schnell aufgebraucht. Das habe ich eben gelernt. Gehe zum Korridor mit der Aufschrift Medical Pavilion. Ja, mache ich doch. Ich bin doch schon unterwegs. Oh. Hier ist aber noch zu. Und da muss ich rein. Please, stand. Oh Gott, du bist in der Falle. Ich versuche die Verriegelung von hier aus zu knacken. Nein! Was mache ich? Was ist denn hier los? Also, mein Freund, erzähl mal. Für welchen Laden arbeitest du? KGB, CIA? Ich will dir mal was sagen. Rapture ist kein versunkenes Schiff, das ihr plündern könnt. Und Andrew Ryan ist kein alberner Salon, über den nach der Pfeife irgendeiner Regierung tanzt. Das war's. Auf Wiedersehen. Oder Dos Vidanje. Was immer dir lieber ist. Ja, netter Kerl, der Ryan. Und er hat uns natürlich die Splicer auf den Hals geschickt und wir müssen hier durch. Ah, die brecht durch. Mist. Ich schalte nochmal meinen Blitz ein. Falls es... Oh, ja, bin ich. Benutzen. Oh. Okay, mit denen musste ich mich Gott sei Dank jetzt nicht rumprügeln. Ich glaube, das hätte ich auch nicht überlebt. Surgery. Brauche ich eigentlich nicht. So schlecht geht es mir noch auch wieder nicht. Okay. Der medizinische Pavillon. Da bin ich mal gespannt. So, nun hast du Andrew Ryan kennengelernt. Den gottverdammten König von Rapture. Such jetzt den Notzugang. Mach schon. Vita Chamber. Das ist schon mal gut zu wissen. Falls ich umkomme, werde ich hier geklont. Naja. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Keine Ahnung, was da mit mir passiert. Ah, und hier ist viel los. Tja, soweit ich mich erinnern kann, konnte ich doch irgendwas hacken oder so. Akkubox.
hier ist was. Objekte kaufen. Ich habe 69 Dollar schon gesammelt. Aber da ist irgendjemand. Diese Durchsagen immer, die sind auch ganz schön heftig. Was ist denn mit dir los? Ach, das ist ein defekter Sicherheitsbot. Untersuchen. Hacken. Ja, ich will mal hacken. So, gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen deine Feinde an. Das will ich machen. Unbedingt. Hacken. So, Platten aufdecken. Finde Rohrsegmente, indem du verborgene Platten aufdeckst. Rohre tauschen. Nimm Rohre auf, ersetze sie, Verbindung herstellen. Bilde eine Kette zum Ausgangsrohr. Das Spiel kenne ich. Das haben wir früher auch schon mal gespielt. Ah ja, okay. Bap, 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 bap. Da muss ich hin. Das sollte einfach sein. Da kommt der Saft raus. Er fließt langsam. Ich muss das hier umbiegen. Dann brauche ich nur einen geraden. Da ist er schon gerade. Und halt. Ah ja. Ziehen, halten, loslassen. Und das ist ja eigentlich schon fertig. Abgeschlossen. Na, das war ja einfach. Ich bin drin. Hacken erfolgreich. Und er lässt die Tür auf. Und der ist jetzt mein Freund. Der ist etwas hampelig auf dem Bein. Aber ich will mal gucken, wie gut er ist. Auf jeden Fall soll diese Drohne bewaffnet sein. Ah, hier gibt es heute entlassen. Handtasche. Handtaschen sind auch mal Registrierkasten, erst recht. Da ist kein Geld drin. Ah, hier liegt das Geld. Und Gesundheit. Wozu bin ich eigentlich im Medical Pavilion? Wegen der Gesundheit. Ich habe noch ein bisschen Geld mit. Und hier blinkt halt noch wieder mal ein Diktaphon. Mal gucken, was der jetzt zu sagen hat. Ah, Diane! Dr. Steinman sagt, dass ich heute entlassen werde. Ryan hat mich seit dem Neujahrsangriff nicht mehr besucht. Kein einziges Mal. Dr. Steinman war dafür sehr aufmerksam. Er hat mir gesagt, dass er mich wieder hinbekommt, sobald das Narbengewebe verschwunden ist. Er macht mich zum schönsten Mädchen auf der Welt. Er ist ganz süß. Und so sehr an meinem Fall interessiert. Dr. Steinman, das ist wohl hier der große Schönheitschirurg, so wie das aussieht. Und die Diane McClintock, die haben wir ja auch schon kennengelernt. In der letzten Pistolenkugel. Ich feiere das gerade. Ich wechsle mal gerade auf die Pistole. 6 von 16, hey! Auf jeden Fall, die Diane, die ist die Geliebte von dem oben, dem bösen Oberboss, Andrew Ryan. Und ja, aber scheinbar kümmert er sich nicht allzu viel um sie. Und sie musste Silvester alleine, das war also Silvester voriges Jahr oder vor 2 Jahren. Es ist schon eine Weile her alles. Auf jeden Fall sind die wohl während der Silvesterfeiern angegriffen worden. Sie ist verletzt worden und ja, brauchte einen Schönheitschirurgen. Arme Diane. Medical Pavilion. Da oben geht's lang. Okay. Gehen wir mal. Was ist denn hier? Da liegt jemand. Alles durchsuchen. Das habe ich schon gelernt. Da ist aber nichts drin. Und? Hä? Oh, ich kann hier sogar Sachen bewegen und wegschieben. Cool. Für so ein altes Spiel schon ziemlich ausgefeilt, muss ich sagen. Also ich bin immer wieder überrascht, wie gut das Spiel eigentlich ist. Vor allen Dingen, wie gut das gealtert ist. Das ist echt erstaunlich. Mensch, deinen Zweitakter solltest du mal überprüfen lassen. Oh, die Fische da oben. Ja, ich will mir ja alles in Ruhe angucken, hier komme ich aber nicht hin. Oh, okay. Ich muss, glaube ich, erstmal irgendwo die Tür aufmachen. Und ich höre schon wieder die den freien Wind und
die Splicer kommen. Ich glaube, da muss ich hier. Emergency. Das ist hier die Notaufnahme. Und da gibt es noch mehr. Da gibt es ja noch einen Security-Robot. Kann ich noch reinhacken? Nee, an den komme ich nicht ran. Ich könnte ja mal das versuchen. Ich hoffe, das ist. Nee, das Ding nicht kaputt. Schade, das wäre cool. Ich schalte erstmal auf meinen Blitz um. Damit kann ich die Splicer zumindest kurzzeitig festhalten, betäuben. Oh, sie wird selber beschossen. Ich hau lieber ab. Was sollen die unter sich ausmachen? Wer ist das? Über mir. Mehrere Leute. Mehrere Splicer. Schießen die auf mich? Robby, du beschützt mich doch, oder? Wer kommt da? Na, komm her. Komm ran. Ich habe ein kleines Elektrostimulationsgerät für dich. Ach ne, der ist nur an der Leiche interessiert. Der hat aber keine Schusswaffe, das ist schon mal gut. Nein, ich will blitzen. Wenn die unter Wasser stehen, dann sind die eigentlich down. Wunderbar. Blitzen, Elektro, Schocks und Wasser. Das passt nicht zusammen. Da wollte er rein. Ah, ein bisschen. Upsi. Ich bin weg. Ich will laufen. Schnell wieder umschalten auf Blitzen. Mist! Mann, Robby hat's erledigt. Autsch. Und ich habe keine Energie mehr. Ich muss mir neue Energie spritzen. Die Energie heißt übrigens Eve. Verbandskasten. Ja, danke. Aber ich habe ja genug. MG-Patronen nehmen wir mit. Adams Veränderung. Das höre ich mir gleich mal an. Aufstehen. Hier ist noch eine Kiste. Leider leer. Tisch untersuchen. Da waren Bandagen oder sowas drin. Medical Bands. Ah ja, die geben so ein bisschen Heilung. Oh, traue ich mich das? Ich höre mir erstmal die neue Nachricht an. Wer ist denn das hier? Ach, das ist Steinman! Ryan und Adam. Adam und Ryan. All die langen Studienjahre. War ich überhaupt ein Chirurg, bevor ich ihnen begegnet bin? Wir haben mit unseren Skalpellen und unserer billigen Moral rumgefuchtelt. Ja, natürlich haben wir das ein oder andere Geschwür entfernt, aber haben wir irgendetwas bewirkt? Nein. Doch mit Adam wird alles möglich. Aha. Ryan hat uns von der falschen Ethik, die uns so lange behindert hat, befreit. Verändere dein Aussehen, dein Geschlecht, deine Rasse. Du allein entscheidest, was du sein willst. Niemand anders. Also, wie sich der Herr Steinman oder der Dr. Steinman anhört, scheint er auch etwas durchgeknallt zu sein. Und ich möchte nicht wissen, was der wirklich praktiziert. Irgendwie hoffe ich, dass wir der Diane nicht unter die Augen treten. Dass wir die nicht mehr sehen. Aber ich befürchte, das wird nicht der Fall sein. Tür? Kann ich aufmachen? Nee. Kann ich hier was aufmachen? Notfallzugangskontrolle benutzen. Ja klar. Access denied. Ah, ich darf nicht rein. Aber hier komme ich rein. Wenn du durch den Notzugang willst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ja, ich bin das ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Oh, das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Ist der mutiert? Ja, ich hätte blitzen sollen. Wieder Gesundheit, aber ich habe ja schon wieder Kuchen gekriegt.
Ein Maschinengewehr. Jetzt wird's langsam interessant. MG-Patronen, aber ich habe ja 40 von 40 und 20. Okay. 60 Patronen, aber ich denke mal, die Munition, die ist schnell wieder weg. Aber bisher habe ich ja einigermaßen Munition gefunden. Ich gucke mal, wo ich meine Waffen habe. MG. Pistole. Rohrzange. Gut. Bobby, dir geht's noch gut? Wo ist der denn? Eben brummte der. Ach, da. Deaktivieren. Nein. Auf keinen Fall. Aber ich glaube, ich gönne mir mal ein Medikit. Wer weiß, was passiert, wenn ich hier jetzt draufklicke. Notschalter benutzen. Dann müsste das Ding da vorne aufgehen. Jo. Jetzt hast du schlafende Runde geweckt. Da kommen sie. Ich hab's geahnt. Ah, die schießen da durch. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut, gar nicht. Autsch. Ja, gut, dass ich wenigstens den Medkoffer genommen habe. Ich sollte blitzen. Na, komm rein. Der nächste kommt mit. Da, wo es weh tut. Hoffentlich kriegt mein Robby nichts ab. Wie viel sind das? Das ist das Geld. Und Munition. Ah, da kommen sie. Au! Kann ich noch blitzen? Ich kann noch blitzen. Einmal auf jeden Fall. Zumindest gibt's Geld. Okay. Oh, meine Gesundheit. Ich nehme lieber noch einen. Komm her! Ich habe meine Zeit nicht gestohlen, du Ungeheuer! Ja, offensichtlich doch, weil du irgendwo auf der Treppe festhängst. Kann das sein? Nichts als Gerede. Zu guter Letzt versteckst du dich! Oh nein! Nicht nachladen! Ja, toll. Das ist ja du. Das ist ja super gelaufen. Autsch. Nein, noch einer. Ich drücke mal die falsche Taste hier. Da muss ich mich mal dran gewöhnen. Rechts-Links-Kombination, hat er ja gesagt. Rechte Maustaste, linke Maustaste. Dann soll das doch gehen. Nachgeladen habe ich. Au. Und ich habe keinen Adam mehr. Aber ich habe ja noch Spritzen. Kein Adam, kein Eve. Adam habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Wo sie immer so einen Zirkus drum machen. Oh, aber hier liegen Pistolenkugeln. Kann ich hier irgendwas machen? Hauptsache, es kommt keiner, der auch blitzen kann. Dann. Das hört sich schon wieder nicht gut an. So. Ich checke hier gerade nochmal, ob ich irgendwas übersehen habe. Nee, das Rohr will ich nicht. Ich habe eine Rohrzange. Die ist viel besser. Okay. Hoffe ich jedenfalls. So, hier war nichts mehr. Da haben sie nur durchgeschossen. Ah, da ist die Dame noch. Vielleicht kann ich direkt snipern oder so. Nein? Schießen. Aufstehen, aufstehen, weglaufen. Ich werde wahrscheinlich gleich hier hinkommen. Schon mal nachladen. Vielleicht regelt aber auch Robby. Das könnte ja sein. Oh, er ist down. Gott sei Dank. Ich muss wirklich mit meiner Munition aufpassen. Wie viel habe ich noch? Oh. Das ist nicht viel. Ich habe ja noch die dicke Wumme. Falls es richtig hart auf hart kommt. Ich darf das nur nicht vergessen. Und
Wie kann ich den nicht? So. Ich will keine Waffe aus dem Menü auswählen. Ich glaube, vielleicht gibt es hier Munition oder so. Willkommen im Zirkus der Werte. Okay, was gibt's denn? Ach, den kann ich auch hacken. Verbandskasten. Eve-Spritze. Tschetschenischer Wodka. Nö, danke. Pistolenkugel. Da reden wir mal was anderes. Aber was ist, wenn ich den hacke? Ich hack den mal. Also scheint einfach zu sein. Also diese Anzeige, wenn er im grünen Bereich ist, bedeutet einfaches Hacken. Und ich kann es sogar kaufen, das Hacken. Aber ich glaube, ich hacke lieber. Okay, hier muss ich ein etwas mehr Distanz machen. Erstmal alles aufdecken, vor allem den Weg frei. Oh, oh, da blubbert es schon. Das dahin. Ich will nach oben. Genau. Vertikal. Passt. Passt. Geht noch einmal. Da. Horizontal. Ich mache noch einen horizontal. Jawohl! Eine in der Horizontale. Das ist eigentlich, naja, noch relativ einfach. Ich befürchte, das wird ein bisschen heftiger. Aber was bedeutet das jetzt? Schließen. So, und jetzt? Willkommen im Zirkus der Werte. Ah, die Preise sind gesunken. Ich habe ja nicht viel Geld. Auf jeden Fall kaufe ich erstmal Pistolenkugeln. Und nochmal. Schrot brauche ich nicht. Panzerbrechend. Brauche ich das? Wahrscheinlich noch nicht. Ist auch ziemlich teuer. Ich will mal gerade schließen. 6 und 4. Also ich habe nicht viel Eve-Spritzen. Dann werde ich wahrscheinlich noch eine Eve-Spritze kaufen. Ja, die brauche ich viel. Ich hoffe, ich finde auch welche. Ja, Verbandskästen habe ich ja viel gefunden. Daher bin ich mal vorsichtig. Ich kaufe noch eine Spritze. Sicher ist sicher. Was? Da ist schon wieder ein... Kopfschuss! Ah, und sie hat eine Eve-Spritze. Die kriege ich wenigstens wieder. Das ist in Ordnung und ein bisschen Geld. Okay. Augen zu und durch. Der medizinische Pavillon. Hier geht der erst eigentlich richtig los. Pistolenkugeln. 6,18. Moment mal. Kann ich gar nicht mehr tragen? Ich dachte, ich hätte so viel gekauft. Hallo? Hast du mich... Willkommen im Zirkus der Werte. Nee. Ach, die lagen sonst immer, wenn man sie nicht mitnehmen kann, liegen die hier rum. Da kann ich sie später aufheben. Kassette. Kartoffelchips, danke. Gesundheit brauche ich dringend. Gesundheit brauche ich ganz dringend. Naja, ich hoffe ja, dass ich im Medical Pavilion auch was zum Verbinden finde. Lathead. Das ist, glaube ich, schon die nächste Schwierigkeitsstufe. Die einfacheren heißen, glaube ich, Thuggish. Und die schwereren, die heißen Lathead. Okay. Leiche. Nix. Handtasche. Nix. Noch was? Da ist irgendwas Medizinisches. Das... sieht kaputt aus. Blödes Ding. Warum bist du kaputt? Ich wollte mich heilen oder so. Ich schleiche mich erstmal durch. Irgendwas übersehen. Ah, auf jeden Fall sollte ich erstmal eine Sache machen. Speichern. Das ist ja auch ein Spiel, wo man lieber häufiger speichern sollte. Ah, da soll ich lang. Das Pfeilchen sagt es. Ah, ich krieg wieder ein Déjà-vu oder ein... Aha. Also dieser
Geist. Hier liegt eine Leiche. Von einer Dame. Vielleicht war die das sogar. Oder? Ist das ein Korsett oder was ist das? Oder ist das doch ein... Ja, das sieht irgendwie nach einem Kragen oder so aus. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die gesagt, Steinman, ich sollte wunderschön werden. Offensichtlich hat das wohl nicht geklappt. Steinmans Simply Surgery for a Complex World. Ah, große Versprechung kann er auf jeden Fall machen. We care for you, Steinmans. Offer a comprehensive rhinoplasty service. Wollen Sie eine neue Nase? Steinman ist Ihr Mann. Ho, ho. Und das sind hier, das war das, was ich eben gesehen habe. Prime Health Unit. Safe, speedy, affordable. Okay, das sind also Stationen, wo ich mich heilen lassen kann. Gut zu wissen. Robby? Ich glaube, Robby ist kaputt oder so. Wo ist er? Hat der den letzten Angriff nicht überlebt? Liegt der hier rum? Ist er abgeschaltet? Muss ich ihn neu hacken? Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen... Ich sehe aber auch keine Roboterleiche. Robby, wo bist du? Ich könnte dich jetzt so gut gebrauchen. Okay. Muss es halt ohne Robby gehen? Wir werden es versuchen. Ich schleiche. Ja, halt hier glaube ich noch nicht. Aber hier. Ach, das, da war ich auch schon. Ich muss das Knöpfchen drücken. Drücken wir das Knöpfchen. Halt die Augen nach Steinman offen. Der bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingenistet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Nett. Nachgeladen bin ich. A boy? Ne, was? A boy? A boy all do no harm? Steinman. Ja, der scheint wirklich durch den Knall zu sein. Das ist wirklich eine kaputte Sicherung. Ah, da sind noch Splicer. Die ist doch hoffentlich tot, oder? Da laufen viele rum. Ich schleiche hier. Ich hoffe, dass ich einigermaßen leise bin. Ich schalte... Gut, dass ich dieses maschinelle Geräusch gehört habe. Da ist ein automatisches Geschütz. Wo ist das? Hinter dem Mülleimer, so dass man es nicht sieht. Ja, komm schon, sag ich auch. Komm schon, hier ist übrigens Wasser. Vielleicht trittst du da ja rein. Oh oh. Viele Leichen. Aber der schießt immer die Mülleimer zu mir hin. Das finde ich schon mal ganz nett. Wo ist das denn? Soweit ich mich erinnern kann, konnte man das auch hacken. Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Elektroball triffst. Ah. So ist das. Wenn ich nur wüsste, wo diese Maschine ist. Soll ich einfach mal die Rambo-Methode einfach reinstürmen und blitzen? Yeah. Blitzen! Hacken! Hacken, hacken, hacken! Oh, Gott sei Dank. Ah, der wird schon etwas schwerer. Ah ja, und hier gibt es Stör. Da muss ich dran vorbei. Sollte möglich sein. Zack. Zack. Immer schön den Platz freiräumen, damit ich auch weiß, wohin es geht. Und einmal hoch und einmal runter. Einmal hoch und... Ja. Kämpfe für mich, bitte. Und ich hau wieder ab. Abhauen. Richtig. Au. Der sollte für mich...
Nicht weglaufen, Mädel! Song, down. Da sind noch mehr. Oh, und da ist noch ein Automat. Autsch. Heilung. Also für ein Krankenhaus ist das hier ganz schön gewalttätig, muss ich echt sagen. Da ist eine Heilungsmaschine. Hier ist eine Eve-Spritze, die nehme ich mit. Nein, ich will keine Zigaretten. Boah. Die habe ich noch nicht durchsucht. Irgendwie bewege ich mich ein bisschen. Nicht so, wie ich mich bewegen wollte. Da ist eine... Die hätte ich gerne. Komm ich hier? Moment. Jetzt nix. Krieg. Ja, ich krieg's doch kaputt. Vielleicht doch. Nee, aber nicht weiter. Wer ist das? Oh, oh, oh. Keine gute Idee. Waffe raus. Oder vielleicht erstmal blitzen. Nicht, dass sie mir hier mein Geschütz kaputt macht. Au! Lettert. Okay, deswegen braucht ihr die so viel Schuss. Nachladen. Adagen, gerne. Geld nehmen wir immer. Hier kostet ja alles. Ist hier jemand? Nein. Randa. Oh, kann ich auch hacken. Dann machen wir das doch. Langsam werde ich richtig gut im Hacken. Profi-Hacker. Das brauchen wir. Wir müssen irgendwie hoch, 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 hoch. Da ist hoch. Hier brauchen wir noch. Den können wir nehmen. Einmal noch krumm um die Ecke. So. So. Und. So. Sieht gut aus. Kaufen wir. Nein, wir wollen ja nicht kaufen. Wir wollen hacken. Kosten reduziert. Gegner erleiden bei Benutzung Schaden. Das ist ein Wort. Das hört sich gut an. Das heißt also auch, die Splicer reparieren sich hier. Heilen 10 Dollar. Ja, momentan bin ich ja noch geheilt. Ich bräuchte eher einen Verbandskasten. Liebe für die Wissenschaft. Das hört sich nach Styleman an. Hör ich mir mal an. Styleman! Nee, Tenenbaum. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien, du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt, wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Okay. Ich weiß nicht, ob das auch eine Patientin ist. Auf jeden Fall, die Tenenbaum scheint... Oder vielleicht ist es eine Krankenschwester. Das hörte sich ja eher danach an, dass sie sich mit Medizin so ein bisschen auskennt. Und schon als kleines Mädchen. Okay. Ist der irgendwie noch heile? Der sieht gut aus. Du bist auch noch gut dabei, ne? Teddy! Oh, Leiche. Leichen immer schön durchsuchen. Während mein Geschütz da alles regelt, kann ich hier in Ruhe plündern. Das gefällt mir. Aber ich brauche wirklich Medikits. Was Parasiten erwarten. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder Ryan sein. Ja, klar.
An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst heilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Oh, ach, das war dieses Ding da. Da muss ich nochmal bei. Laufen, rennen! Das Dumme ist, dass ich hier mit Toggle nicht so ganz klarkomme. Blitzen. Hacken. Oh. So. Wenn hier einer schießt, dann für mich. Nicht gegen mich. Das sieht aber relativ harmlos aus. Komme ich hier so einfach mal quer rüber? Müsste gehen, ne? Da brauche ich nur sowas. Und noch einen geraden. Und dann. Bin ich vertan? Ne, da sind ja noch welche. Alles gut. Ab geht's. Wir brauchen mehr davon für die MG-Patronen. Ich sollte tatsächlich jetzt mal langsam. Ich verfüge über Spezialmunition. Benutze, um die Munitionsart zu wechseln. Wähle die richtige Munition für den jeweiligen Gegner. Okay, und was habe ich gefunden? Panzerbrechen. Ein Verbandskasten. Das feiere ich. Alles ist voller Sperma. Alles. Bitte was? Oh, weg hier. Tja, die Maschinen ballern für mich. Da bin ich doch echt dabei, ne? Das ist prima. Diese gute Maschine. Aber genau schießen sie nicht. Surgery. Der raucht. Du sollst nicht rauchen. Rauchen ist ungesund. Viel? Splicer. Ja, okay. Jetzt bedeutet es auf jeden Fall, ich habe eine Aufgabe. Ich muss den Steinman finden und ihm seinen Schlüssel entreißen. Oh nein, da ist noch mehr. Ich verabschiede mich hier erstmal. Ich glaube, das wird noch eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Speichere natürlich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann werden wir dem Herrn Steinman die Hölle heiß machen. Versprochen. Macht's gut. Tschüss.